Hopp weg. Wenn ich natürlich werkseitig solche Steckverbindungen sehe, da oben mit den kleinen Litzen, die da so geknickt drin hängen, ungeschützt, wundert mich ja eigentlich nichts mehr, ne? Jetzt werden sich einige fragen, was zum Geier ist es? Now my wheels in motion and my windows open with the wind blowing in my head. I'm driving down the highway, gonna do this my way. I can feel it in the air. Here I go. Servus und herzlich willkommen zum neuesten Video, der Vlog 220. Montag, neue Woche, neues Glück, hätte ich fast gesagt. Neue Woche, neues Video. Ich sattel mal schnell in den Polaris, denn ich fahre jetzt auf die Mutterkuhherde nach unten, an das untere Tor. Da habe ich vor dem Winter, wie der erste Schneefall so hoch war, provisorisch zwei Litzen überbrückt, sodass man die unteren zwei wegschalten konnte und ich dann nicht ganz stromlos auf dem Zaun war. Das baue ich jetzt schnell zurück, denn heute kommt der Verpächter und will unseren Hackschnitzelhaufen rausfahren. Deswegen muss ich auch noch einen Teil von der Weidefläche austeilen, sodass der problemlos zu seinem Tor rein und rausfahren kann, ohne dass die Mutterkühe dann irgendwie davon rennen. Wie gesagt, dafür belade ich gleich schnell meinen Polaris. Innen mache ich mal schnell den Strom vom Zaun weg. Und das geht natürlich am besten, wenn ich dann direkt abstecke. Das machen wir schnell weg. Schauen gleich mal im Stall. Und die wird fressen. Mahlzeit, morgen. So, Strom ist weg. Und jetzt schnappe ich mir oben noch ein bisschen Litze und ein paar Pfosten, damit ich das dann entsprechend auszäunen kann. Dazu fahren wir mal hoch ins Lager. Ein paar Pfosten mit und eine Haspel mit Litze, dass ich unten da die Einfahrt für Verpächter schnell auszählen kann. Dann kann der heute endlich seine Hackschnitzel da unten wegfahren, denn die liegen da auch schwer und treibt auch. Deswegen nehmen wir uns da ein bisschen was mit. Ich habe mir da was bereitgestellt im Lager her. Pfosten mit. Da schaue ich mal kurz aus, ich brauche zwei Hände. So, dann hauen wir das da mal rein. So, lieber ein paar mehr als zu wenig. Und dann starten wir mal durch. Sind wir am Ort des Geschehens und wie man so sieht, da wurde provisorisch das Kabel dann noch mit angeschlossen, über das Tor geschliffen und da drüben wieder runter, denn die unteren zwei Litzen, wie gesagt, habe ich so gemacht, dass ich sie oben stromlos schalten kann. Brauche ich jetzt im Sommer natürlich nicht mehr, baue ich jetzt gleich wieder zurück und da ist der Hackschnitzelhaufen, den zäumen wir da längs nach aus, sodass sich der Verpächter da keine Sorgen machen braucht, dass ihm die Tiere um den Bulldog mit rausrennen. So, Strom dürfte keiner mehr drauf sein. Im Idealfall. Finden wir raus, indem wir dran waren. Ja! Sein Spaß. Jo, da kommen sie gleich wieder an, dran, die neugierigen Lumbis. Servus, Hugo. Du mich auch. Ja.
Ihr denkt jetzt, es geht auf die andere Weide rüber, ne? Aber da ist auch noch kein Aufwuchs. Das wird halt nichts, Freunde. Na Ronny, jetzt weiß ich, warum du vorne so kahle Stelle hast, weil du ständig mit jedem Beef hast, Mann. Schau aus wie so ein Mönch. Vorne die Platte komplett kahl. Da der nächste. Er muss halt sich ständig irgendwo sich reinmischen, ne? Pubertierender Jungbulle. So, jetzt ist das alles wieder zusammengeklipst und zusammengeklemmt. Das ist ja das Tolle. Ich habe da unten jetzt einfach den Verbinder, wieder die oberen und letzten Verbinder mit reingeklemmt. Und schon läuft die Sache wieder. Auf der anderen Seite ist das Gleiche noch und dann zäumen wir hier mal aus. Aber wie man schon sieht, wenn man hier sich der Weide nähert da unten, denken sie, es geht auf die nächste. Da ist natürlich noch kein Aufwuchs drauf, aber da kann der Vermieter dann auch, oder Verpächter, auch nicht vernünftig und ungestört den Hackschlüssel rausholen. Deswegen machen wir das jetzt drüben auch noch dazu, dass wir überall den Strom drauf haben, auf den letzten, und dann zäumen wir aus. Wow. Gangbang. Obi. Keine Panik, es passiert nichts. Bleibt einfach mal ganz relaxed, Freunde. Ich fahre jetzt da noch einen Siloballen oben rein. Ihr müsst noch warten, da kommt kein Aufwuchs. Ende der Woche wird es wieder kalt. Da wächst kein Gras, Freunde. Vergesst es. Ist leider so. Würde euch auch gerne auf die Weide lassen, aber ist nicht. Da wächst nichts. Jetzt ist es da ausgezäunt, kann er da seine... Hör auf mich anzuschreien, ich bin sensibel, Mann! Ja. Jetzt machen wir oben Strom wieder drauf, dass sie merken, dass ihnen das Ding hier gar nichts anhaben kann, was ich da aufgebaut habe. Hör auf zu schreien, ich bin sensibel, ey! Mann, fang ich's weinen an? Ja. Rindviecher halt. Wenn man ihnen erklären könnte, dass da jetzt aktuell auf der anderen Weidefläche noch nichts draufsteht. Aber die sind halt instinktgelenkt. Ne? Also wir haben sie immer darüber getrieben. Immer wenn unten jemand an dem Zaun ankommt, will natürlich jemand mit ihnen die Weide wechseln. Und das glauben sie halt jetzt auch. So, jetzt einmal noch hier die Weide kontrollieren. Das ist noch eine ohne Wolfschutzzaun. Die ist klassisch nach Hauer eingezäunt. So haben wir die ersten 5 Jahre wunderbar gearbeitet. Ja, und jetzt ist der teure und arbeitsintensive Wolfschutzzaun erforderlich. Da fahre ich jetzt mal außen die Litze ab, spanne das alles nach, wo es umgeknickt ist, wo die Litze runterhängt, schaue, dass das alles hütesicher ist, dass man, wenn irgendwas sein sollte, auf diese Weide jederzeit drauf kann mit den Tieren. Und ja,
Auf der Fläche läuft dieses Jahr auch das Schnittzeitpunktprogramm aus. Das werden wir auch auslaufen lassen, denn wir nutzen die hier nochmal schön als Weidefläche. Da ist auch relativ viel Schatten hinten drauf. Man sieht schon, da verliert schon Schatten, also etwas halbtags Sonne drauf. Das ist ganz gut. Da haben wir etwas mehr Aufwuchs. Und falls es jetzt so dürr bleibt, wie es jetzt gerade ist und so trocken, dann haben wir da eben noch weidenmäßig Futterreserven. Denn wie sie es jetzt gerade wieder zeigen, die stehen hinten. Ich weiß nicht, man sieht es nicht. Doch, man sieht es. Hinten, da lädt der Verpächter gerade seine Hackschnitzel auf. Aber sie gehen nicht von dem Behelfszaun weg. Obwohl ich oben frisches Silo reingefahren habe und sie auch angelockt habe. Aber da ist einfach der Trieb, frisches Gras zu fressen, das riechen sie jetzt auch gerade, einfach viel größer. Und ja, deswegen bieten wir ihnen dann lieber noch diese Weide dann mit an. Denn das haben sie wesentlich lieber als Konservenfutter. So. Jo, ich habe gerade eine Benachrichtigung gekriegt von der Spedition. Morgen, nee, nicht morgen, morgen Dienstag, am Mittwoch, morgen habe ich ja keine Zeit. Am Mittwoch kommt das Zaunmähwerk, der Weidekönig, wollte ich sagen, der Zaunkönig zum Ausmähen vom Weidezaun. Und da oben habe ich jetzt kein Problem, aber unten, überall vom Weiher, haben wir ja eine dritte Litze unten eingezogen, damit Jungvieh, Kälber und alles so in die Richtung da nicht unten durchkrabbelt. Und da werde ich gleich mal den Altbestand wegmähen, denn letztes Jahr im Herbst habe ich dann das einfach so stehen lassen und da haben wir trotzdem noch ein bisschen Litzenkontakt und das mähen wir einmal gleich sauber aus. Dann kommt da erstmal frisches Gras nach, das sie eh wegbeißen am Anfang. Ich denke, im ersten Monat müssen wir gar nicht immer so viel mähen. Das kommt dann immer erst, ja, je nach Witterungsperiode dann im Mai hin. Im Mai hin ist dann der Aufwuchs so stark, dass es dann nicht verbissen kriegen. Und da fangen wir dann im Ausmähen an. Oder halt nach Bedarf. Beim Wolfschützzaun merkt man es recht schnell, wenn zu viel Strom abgeleitet wird, dann ist es da fertig. Oha, der Kunststoffpfosten macht hier den Diener. Was ist denn da los? Da ist wenig Spannung drauf. Ach du Scheiße. Der ist natürlich jetzt total verformt, ne? Tun wir da hinten noch ein bisschen nachspannen. Auf den Ecken habe ich da immer Holzpfähle drin. Und auf die Strecke dann eben diese Kunststoffpfähle, die man mobil stellen kann. Und das war bis jetzt gesagt nicht immer top, denn man konnte es auf- und abbauen und war da echt flexibel, also richtig flexibel. Ist halt nicht wolfsicher, ne? Und nachdem wir schon so einen großen Bestand in der Nähe haben, können wir die dann auch nur tagsüber nutzen, die Weide. Schaut das alles gut aus, da ist nochmal rausgehängt. Ne, zeig mal dran. Ja, so haben wir das jahrelang gemacht. 42. Einmal auf Meter, einmal auf 45, ja, da ist rausgehängt. Genau so, das meine ich. Da schauen wir eben lieber einmal nach. Das ist bestimmt Schwarzwild oder sowas drüber durchkrumpelt. Und das bessern wir gleich aus. Ist ja alles schnell gemacht, ne? Das ist ja der Vorteil von diesem mobilen Zeug. Da vorne der nächste hängt auch gleich drin. Zu weit. Wir vielleicht auch nochmal nachsetzen müssen nach außen. Das war jetzt sehr relativ rein, damit man draußen vorbeifahren kann im Schlepper. Aber mit dem Schlepper muss ich jetzt nicht mehr durch. Da unten zum Ausmähen. Das kann ich alles von innen machen. Und dann können wir wahrscheinlich da auch nochmal ein paar Meter raussetzen und das alles schön abfressen lassen. Nicht, dass da der Walz in die Wiese reinwächst. So, ich fahre jetzt noch mal eine Runde rein um. Heute Nachmittag haben wir Familienfeier. Da ist dann nichts mit Arbeiten. Deswegen jetzt schauen, dass wir vormittags so viel wie möglich schafft. Innen wollte ich auch noch mal die Küche, musste noch was rausstreichen. Haben wir neue Essgarnitur gestern aufgebaut. Ja, die alte hat natürlich Spuren hinterlassen. Beziehungsweise was muss da ein bisschen nachgedunkelt, ein bisschen nachbessern. Das Auge isst ja in der Küche richtig mit. So, dann spannen wir hier nochmal nach. Ratzfatz. So, das untere ist straff genug. Genau. Und auch den Zaun kann ich easy ausmähen. Beziehungsweise in dem Zaun haben wir keine Probleme. Der Zaun, den habe ich niemals mähen müssen in den letzten 5 Jahren.
Denn aufgrund der Höhe von der unteren Litze haben die wunderbar bis zu 30, 40 cm außerhalb vom Zaun gefressen. Super, klasse. Völlig wartungsfrei. Kein Problem. Nie einen Ausbrecher gehabt. Also, ja. Das war schon sehr benutzerfreundlich. Aber Weidetierhaltung wird immer schwieriger. Dann nützt auch was Jammern nichts. Ist halt einfach so. Ich meine, es wird immer gewollt. Es wird immer viel gewollt, dass alles Weidehaltung und toll und schön. Hier hätten sie die Weidehaltung. Wunderbar. Kann ich sogar nicht praktizieren, weil ich pro Weide für 8000 Euro einen Zaun bauen muss. Ich merke schon wieder, wenn ich mich reinsteige. Ich lasse das Thema heute. Ich lasse heute die gute Laune da. Heute ist gute Laune Bauerhauer. Denn ja, bei dem Thema, da könnte ich mich ganz schön stressen. So, Winde vor der Vorrat haben wir auch noch genug da. Also läuft dieses Jahr wie im Schnürchen eigentlich. Perfekt. So, Mittagspause. Die Dicke und ich sind on Tour. Dann gehen wir noch kurz eine Runde Gassi. Beine vertreten, Wetter ausnutzen. Wie gesagt, ab morgen wird es hier nicht mehr ganz so schön. Aber wir brauchen dringend Niederschlag. Deswegen eigentlich ganz positiv. Na komm hier. Ja, feine. Ja, feine. Wo ist die Kampfwurst? Komm. Ja, komm. Wo ist die Kampfwurst? Ja, freilich. Super. So, komm mit. So, heute am Dienstag habe ich jetzt beschlossen, beim Ford den ABS-Sensor zu wechseln, denn das war dann sporadisch mal wieder ab und zu da. Und da habe ich mir gedacht, naja gut, her damit, bevor der Fehler ständig ist. Und jetzt ging er dann auch nicht mehr weg zum Schluss, deswegen habe ich gesagt, oh, wir bauen das Ding aus. Jetzt habe ich ihn schnell aufgebockt, den Ford, und habe gedacht, ich wechsle das einfach mal schnell. Das Originalteil von Ford habe ich da. Kostet 100 Steine, dieser Sensor. Gut, dann habe ich das abgeschraubt. Ich dachte, auf die Schnelle, Viertelstunde, 20 Minuten. Dann steckt der unten, da weiß ich nicht, muss ich da, genau, da steckt der ABS-Sensor so drin und ist dann so verschraubt. Und ich habe ganz vorsichtig gezogen, weil ich gedacht habe, die Spitze vorne vom ABS-Sensor, das ist aus Kunststoff. Nicht, dass er abreißt. Ja, just gedacht, zack, abgerissen. Aber ich habe mir dann geholfen, indem ich in den Plastiknupsi, der dann natürlich im in der Bremse drin versenkt war, in der Achsnarbe, eine Schraube reingejagt, eine Holzschraube, dass das Ding gut Griff hat, und habe es dann mit dem Ausschlagwerkzeug von Bollenset einfach rausgeholt. So, kurz unterbrechen müssen, schauen, dass die Leute nicht unter die Müllabfuhr neigen. Ne? Alter Wachhund, dich geht da alles was an. Ja, wo war ich? Genau, ich habe das als Ausschlagwerkzeug benutzt, was ich von diesem Dellenset damit habe, und habe dann die Schraube mit einem Hau ruck raus, inklusive dem abgebrochenen Sensorstück. Also super. Man sieht es dann auch, dass das Ding ziemlich verkrustet ist vorne. Also ja, das wundert mich nicht, dass das nicht mit rausging. Das wird wahrscheinlich auch der Fehler vom Sensor sein. Jetzt hängt der alte da noch drin. Da muss da oben noch die Klammer abgeschraubt werden. Dann kann man den Stecker auseinandernehmen und abstecken. Und dann ist es jetzt wirklich eine schnelle Nummer. Einfach bloß noch den neuen dann anstecken. So. Ursprünglich ging von 20 Minuten aus, durch die Aktion hat es diese Viertelstunde länger gedauert. Naja, ist halt so. Wenn ich natürlich werkseitig solche Steckverbindungen sehe, da oben mit den kleinen Litzen, die da so geknickt drin hängen, ungeschützt, wundert mich ja eigentlich nichts mehr, ne? Okay. Also, bauen wir den neuen ein. Hoffen, dass es am Sensor lag, weil das ist ja das fahrzeugseitige Steckerteil. Wenn wir das tauschen müssen, wäre doof. Gut, sind bloß zwei Litzen, aber da habe ich den Stecker nicht vorrätig. Müsste ich mir dann erst besorgen. Gucken wir mal, was wird. We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of one million. So, jetzt ist das Ding drin. Also, wenn es nicht abgebrochen ist, ist es eine schnelle Nummer.
ein paar Clips überschrauben, zack, peng, fertig. Kommt dir zum Glück alles mit, was an Befestigungsmaterial notwendig ist. Darf bei dem Preis natürlich auch sein, finde ich. Und ja, dann bauen wir das Rad wieder dran. Lassen eine Runde und gucken, ob die Fehler weg sind. Wenn sie noch nicht weg sind, kann es sein, dass ich den Fehlerspeicher noch auslesen und löschen muss. Das mache ich mit Vorscan, hänge ich meinen Adapter dran und den Laptop und dann lösche ich das dementsprechend. Und dann soll es ja eigentlich gut sein. In der Theorie. Wir schauen mal, wie es in Wirklichkeit ausschaut. Ach ja, weil wir gerade dabei sind, an die Profis und euch. Also wie man so sieht, der Ranger, der rostet ganz gut, gerade an den Schweißnähten. So, die ganzen Aufhängungssachen, das ist alles recht bräunlich. Es ist nicht sonderlich schlimm beim Nutzfahrzeug, aber ich möchte, dass er ein bisschen länger hält und wollte dann jetzt den Winter, nicht den Winter, dieses Jahr, einfach mal ein bisschen konservieren. Jetzt ist meine Frage an die, die sich auskennen. Was macht mehr Sinn? Trockeneis strahlen und anschließend sauber versiegeln und ja, Riesenarbeit, Riesenaufwand, Riesenkostenfaktor. Wenn ja, kennt jemand gute Firmen, geeignete Firmen, die das machen bei uns in der Nähe, also Oberfranken? Oder würde es reichen, wenn ich alles mit Fatan Rostumwandler einsprühe? Das ist ja alles relativ oberflächlich, Rost ist ja nichts durchgerostet. Und wenn das dann umgewandelt ist, beziehungsweise Rost gestoppt ist, dann dementsprechend versiegelt. Und ich meine, der wird jetzt keine 20 Jahre halten, der Ranger. Das ist ein Nutzfahrzeug, der wird irgendwann das Zeitliche segnen. Ob jetzt mit Trockeneisstrahlung und Riesenaufwand oder mit dem kleinen Aufwand. Also wer da was weiß, gerne mal unten in die Kommentare. So, wir checken. Einmal Zündung an. Er bringt es immer noch. Könnte natürlich auch die andere Seite sein, die erst gewechselt worden ist. Da halten wir nochmal Rücksprache mit der Werkstatt, denn ich denke, da gibt es eine Garantie drauf. Ne? Ich hänge jetzt zwar nochmal den Laptop an, um es auszulesen und Fehlerspeicher zu löschen, aber ich denke nicht, dass es dann damit behoben ist. Mist! Tja, wenigstens haben wir jetzt einen neuen Sensor auf der linken Seite. So, jetzt nochmal mit dem Laptop und dem Interface den Fehlerspeicher ausgelesen. Also jetzt zeigt mir definitiv die Fehler an. Aber wenn ich sie zurücksetze, kommen sie wieder. Das heißt, der Fehler ist nicht behoben durch den neuen Sensor. Und allein an den Codes werde ich jetzt nicht schlau, welcher das dann ist. Da muss ich jetzt dann mal die Jungs in der Werkstatt bemühen. Ich tippe mal drauf, dass der schon eingebaut worden ist, von defekt ist. Ich weiß nicht, ob sich da jemand auskennt. Ungültige Daten vom Steuergerät ABS empfangen. Ja klar, aber welche das ist, da schweigt er sich jetzt aus. So, der zuständige Werkstattmeister meint, das anhand vom Fehlercode, also U-Fehler, den es da ausliest, könnte es auch sein, dass die Batterie nicht genug Spannung hat. Was ich mir aber echt nicht vorstellen kann, wir haben in den letzten Tagen auch große, lange Strecken gefahren, also nicht bloß Kurzstrecke, und ich soll mal die Batterie durchladen. Was das damit zu tun hat? Ich bin kein Fachmann. Ich mache einfach, wie mir gesagt wird. Und dann werden wir sehen, ob das was taugt oder nicht. Aber ich tippe darauf, dass wir morgen damit in der Werkstatt stehen. Aber mir ist gerade so eingefallen, bevor ich jetzt so lange rumlade und morgen schaue und sonst was, ich messe halt einfach mal die Spannung von der Batterie. Die zeigt mir dann an, wie voll das Ding ist. Und dann, wenn sie voll genug ist, dann kann es daran nicht liegen. Dann werden wir einfach mal in die Werkstatt fahren. Wir sagen, wir haben. Was stimmt mit dem nicht? 11,9. Könnte schon mehr sein, ne? Wenn wir da jetzt gerade mal dabei sind, lassen wir doch mal die Karre an und schauen, ob die Lichtmaschine ordentlich funktioniert, wie ich schon gerade am Messen bin. Das habe ich ja beim Nissan damals öfter gehabt, ist den Fehler. Und das Problem, dass der irgendwann nicht mehr gescheit geladen hat. Schauen wir doch gleich mal, ob mit der Lichtmaschine alles passt.
14,3. Passt. Ich würde sagen, Lichtmaschine lädt ordentlich durch. War jetzt mal ein zweiter Gedankengang gleich. Wenn er sagt, dass die Batterie hätte kritisch sein können, ob dann die Lichtmaschine überhaupt ordentlich lädt. Aber das tut sie, wa? Also, schaut mir aus. Ich hänge jetzt trotzdem das Ladegerät dran. Morgen früh, wenn der Fehler immer noch da ist, dann lag es nicht an der Batterie. So, den Kübel jetzt mal angesteckt. Jetzt lädt er. Schauen wir mal, wenn er ganz voll geladen ist, dann löschen wir nochmal den Federspeicher durch. Und jo, dann haben wir das Projekt für heute einmal abgeschlossen. Aber nicht zu meiner Zufriedenheit. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas wie die Pest, wenn irgendwas nicht zu 100% abgeschlossen ist. Also wenn ich sowas anfange, dann anfangen und durchziehen, bis es fertig ist. Aber gerade habe ich keine andere Wahl. Ne? Dann tun wir dabei mal den Laptop damit ins Auto packen. Das habe ich dann später dann zum Auslesen. Und jo. So viel dann zu dem Thema, mal schnell den ABS-Sensor wechseln. Ne? Dreckskarre. So, jetzt nochmal runter bei der Mutterkuhherden. Da ist ja gestern der Hackschnitzelhaufen weggekommen. Und ich baue jetzt wieder diese. Und jetzt? Gut, kann ich weiterreden? Dankeschön. Und ich baue jetzt den provisorischen Zaun wieder weg. Der Rest, der da liegt, den grubbern wir mit unter. Und natürlich ist jetzt die Aufregung wieder groß, weil natürlich wieder das Schlimmste vermutet wird, dass ich da drüben die Weide aufmache. Aber da haben wir noch keinen Aufwuchs. Also lassen wir sie schimpfen. Ich schalte hier mal auf Zeitraffer und baue das Ding mal schnell ab. So, jetzt schauen Sie sich das an, wo die letzten zwei Jahre die Hackschnitzel gelegen sind. Das geht Ihnen jetzt gar nicht ein, dass Sie auf einmal wieder laufen können. Und jeder fühlt sich auf, jeder muss rumschreien und es hallt hier. Zum Glück weiß ich, dass wir oben noch genug zu füttern haben, weil sonst würde ich mir Sorgen machen, dass ich meine Viecher verhungern lasse. So, ich hau jetzt auch wieder ab. Polaris ist mit dem Material bestückt. Und ich verlasse die Weide wieder, schalte ich wieder Strom drauf. Mache hier noch Schluss zu, dass wir auf jeden Fall mehr Viecher draufstehen haben, als wir eigentlich hätten. Denn ich weiß gar nicht, was ich mit so vielen Tieren machen sollte. Werden sich einige fragen, was zum Geier ist es. Aber viele unserer treuen Zuschauer haben das bestimmt im letzten Jahr schon mal gesehen, das Gerät. Denn da hatten wir das einmal zum Testen hier. Ja, und was es mit dem Gerät auf sich hat, das seht ihr im nächsten Vlog am Sonntag. Jo, danke fürs Zuschauen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert noch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Unten in der Videobeschreibung gibt es jede Menge informatives Zeug und wir sehen uns dann am Sonntag. Bis dahin in alter Frische wieder. Servus und Ade.